Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerinnen und Minister, Hohes Haus, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Sie aus der Märchenstunde, die der Herr Kucher gerade hier aufgeführt hat, wieder zurückholen in die Realität. Und darf auch gleichzeitig der SPÖ einmal mehr kollektive Amnesie diagnostizieren. Es ist schon beeindruckend und immer wieder aufs Neue erstaunlich zu hören, was für Problemlagen ihr hier beschreibt, aber dabei immer vergesst zu erwähnen, dass ihr jahrzehntelang Kanzlerpartei wart. Wieso habt ihr diese Probleme nicht gelöst? Wieso nicht? Machen es halt jetzt wir. Schon okay. Wir machen das. Werte Kolleginnen und Kollegen, der heutige 8. März, der heutige internationale Weltfrauentag, wird von zwei Weltgeschehnissen überschattet. Das ist einerseits eine globale Pandemie, die noch immer nicht vollständig überwunden ist, und andererseits ein brutaler Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt. Seit zwei Jahren berichten Medien sehr ausführlich über geschlechtsspezifische Auswirkungen, die die Corona-Pandemie auf Frauen hat. Und auch unsere Diskussion hier im Hohen Haus dazu, die begleitet uns schon seit langem. Und so vielfältig diese Auswirkungen auf Frauen waren, so vielfältig waren auch die Maßnahmen, die wir hier gemeinsam als Bundesregierung gesetzt haben. Frau Klupper, Frau Enni-Wagner ist gerade nicht da. Sie hat danach gefragt. Ich sage es hier gerne im Schnelldurchlauf. Dort, wo Frauen besonders betroffen waren, haben wir sehr entschieden entgegengesteuert. Wir haben im Kampf gegen Corona-bedingte Arbeitslosigkeit eine mit 700 Millionen Euro dotierte Arbeitsmarktstiftung ins Leben gerufen, mit einem sehr klar dezidierten frauenpolitischen Schwerpunkt. Wir haben einen türkisblauen Fehler korrigiert und wieder dafür gesorgt, dass 50% der AMS-Mittel für Frauen aufgewendet werden. Wir haben aus den sozialfeindlichen Plänen zur Kürzung des Arbeitslosengeldes mehr Geld für Erwerbsarbeitslose gemacht. Wir haben die Mindestpensionen erhöht, die Notstandshilfe erhöht. Und all das sind wichtige Maßnahmen zur sozialen Absicherung, insbesondere von Frauen, sehr geehrte Damen und Herren. Und schauen wir uns auch den Gewaltschutz an. Jahrelang, jahrzehntelang haben Gewaltschutzorganisationen mehr Geld für ihre wichtige Arbeit gefordert. Aber 10 Jahre lang hat das vergangene Regierungen nicht interessiert. 10 Jahre SPÖ-geführte Regierungen, SPÖ-Frauenministerinnen, 10 Millionen Euro. Die türkis-blaue Regierung hat da sogar noch gekürzt. Und wir haben das Frauenbudget, aus dem zentrale Maßnahmen im Gewaltschutz finanziert werden, zum dritten Mal in Folge von 10 auf 18,4 Millionen Euro erhöht und zusätzlich ein Gewaltschutzpaket in Höhe von 24,6 Millionen Euro geschnürt. Zusätzlich. 10 Jahre, 10 Millionen. Und mit Gewaltpräventionsprojekten wie der Kampagne Mann spricht's an oder auch mit der Finanzierung des Projekts Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt hat hier Bundesminister Wolfgang Mückstein wichtige Maßnahmen umgesetzt. Und für seinen wirklich großen Einsatz im Kampf gegen Gewalt an Frauen mag ich ihm auch nochmals ein großes Danke sagen. Und Sie, Herr Bundesminister Rauch, Sie mag ich herzlich willkommen heißen hier im Hohen Haus. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und ich weiß, mit Ihnen hier einen Verbündeten auf der Regierungsbank, einen weiteren Verbündeten, wenn es um die soziale Absicherung von Frauen, insbesondere von Alleinerziehenden geht, in Fragen der Frauengesundheit und auch wenn es um den weiteren Kampf gegen Gewalt an Frauen geht, den werden wir weiterhin gemeinsam kämpfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auch darauf, dass wir Ihnen heute einen 5-Parteien-Antrag als Rückenwind mitgeben können, der auf die Stärkung von Frauengesundheit abzielt. Wie aus Männergewalt ein Männerkrieg wird, das zeigt ein Blick in die Ukraine. Erstmals seit den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren erschüttert ein völkerrechtswidriger Krieg, der von Russland geführt wird, unseren Kontinent. Und für diesen Krieg gibt es keinen Grund, für diesen Krieg gibt es keine Erklärung. Ein einzelner Mann, Wladimir Putin, hat entschieden, dass sein persönlicher Machtanspruch wichtiger ist als die Souveränität der Ukraine, wichtiger als die Grundpfeiler moderner Demokratie, wichtiger als Menschenleben. Nach UN-Angaben sind bisher mindestens 351 ukrainische Zivilistinnen getötet worden. Die Dunkelzahl ist natürlich viel höher. Fast 2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits geflohen. Der Großteil sind Frauen und Kinder, da Männer im wehrfähigen Alter nicht mehr ausreisen dürfen. Und seit Jahren, seit Jahrzehnten machen internationale Organisationen auf die besonders gefährliche Situation von geflüchteten Frauen aufmerksam. Und auch jetzt gibt es schon Berichte von NGOs zu Menschenhändlern, die flüchtende Frauen an den Grenzen abpassen und verschleppen wollen. Und wir stehen hier wirklich vor einer brandgefährlichen Situation, die viele schutzbedürftige Frauen in die moderne Sklaverei und auch in die Zwangsprostitution führen könnte. Und wir wissen aus vergangenen Kriegen, dass geschlechtsspezifische Kriegsverbrechen wie Vergewaltigungen von Frauen Teil der Kriegsführung sind. Und in der jetzigen Kriegssituation ist der Weltfrauentag ein wichtiger Anlass, um diesen Missständen entschieden entgegenzutreten und zu verhindern,
dass Schutzbedürftigkeit hier im großen Stil ausgenutzt werden könnte. Ein erster, ein wichtiger Schritt ist dabei die EU-Richtlinie zum vorübergehenden Schutz von Flüchtlingen aus der Ukraine, die gestern in Kraft getreten ist. Aber wir müssen noch früher ansetzen, um flüchtende Frauen vor Männergewalt zu schützen. Dafür braucht es einerseits sichere Fluchtwege für Frauen und Mädchen und auch gezielte humanitäre Hilfe vor Ort an den Grenzen, damit dort geholfen werden kann. Und Österreich hilft zum Beispiel mit den 17,5 Millionen Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds, die an UNICEF, an UNHCR und auch an österreichische NGOs gehen, die vor Ort wirklich in der Ukraine humanitäre Hilfe leisten. Und ich freue mich darüber, dass wir heute am Internationalen Frauentag auch als österreichisches Parlament ein starkes Zeichen setzen mit einem von 4 Frauensprecherinnen der im Parlament vertretenen Parteien hier gemeinsam eingebrachten Antrag, mit dem wir die Bundesregierung ersuchen, sich im europäischen und auch im internationalen Kontext für die raschere und effizientere Hilfe von flüchtenden Frauen und Kindern einzusetzen. Ich bedauere sehr, dass die FPÖ diesen Beitrag nicht unterstützen wollte, weil sie sich an dem Wort Angriffskrieg nicht anschließen konnte. Ich bedauere das sehr. Abschließend, mein Respekt gilt all jenen, die in Russland gegen Putins völkerrechtswidrigen Krieg auf die Straße gehen, dabei riskieren, verhaftet zu werden, vielleicht auch ihr Leben riskieren. Und mein Herz und meine Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine und bei all jenen, die schon geflüchtet sind oder gerade auf der Flucht sind. Nächster Redner ist Axel Kasecker, der außenpolitische Sprecher der Freiheitlichen Partei. Herr Abgeordneter Axel Kasecker.